Man hat da schon zu kämpfen. Sagt Lilly zu seinen Wittgenstein Berleburg, als wir sie im Rahmen der Berlin Fashion Week auf der McCain Show am Café am Neuen See treffen. Die Prinzessin, die von 1993 bis 2002 mit Alexander zu Schaumburg-Lippe verheiratet ist, ist derzeit Single. Auch mit Ehemann Nummer 2, dem italienischen Designer Lambros Milano, soll es nicht halten. Mit beiden ist sie heute aber noch eng befreundet. So überrascht ihre Aussage im Sommer 2022 gegenüber der Bild nicht wirklich. Ich war zweimal verheiratet. Mich mit einem Partner festzusetzen, ist nicht mein Ding. Wie sie diesbezüglich mit gesellschaftlichem Druck umgeht, erzählt sie uns im Interview. Wenn ich mich in meinem Umfeld umschaue, wünscht sich eigentlich jeder für mich, dass ich einen Mann an meiner Seite finde, der mich beschützt. Ich muss gestehen, ein Teil von mir wünscht sich das auch. Aber im Süden, also ich habe ja lange in Italien gelebt oder zum Beispiel in Griechenland, ist es fast unmöglich, sich vorzustellen, dass eine Frau alleine leben kann. Und man ist gewissermaßen, wird als schutzlos wahrgenommen in meiner Generation. Auch ich glaube, das wird sich in eurer Generation ziemlich ändern, aber du bist im Grunde genommen schutzlos. Und meistens ist es oft so für Single-Frauen, gerade in Italien, Mailand war das zumindest so, dass man selten eingeladen wird, weil die Ehefrauen oft Angst haben, dass man irgendwie entweder, dass die Ehemänner Gefallen an einem finden oder andersrum. Doch die 50-Jährige hat dafür eine Lösung. Als moderne Frau muss ich sagen, unsere Generation sollte diese Dinge aufbrechen und verändern, diese Strukturen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wenn man sich entscheidet, eine Beziehung zu führen, dass man da auch hundertprozentig dahinter steht. Ich habe da auch überhaupt nichts dagegen, würde mich auch sehr freuen, wenn das passiert. Aber es muss nicht sein. Und wenn es dann doch passieren würde? Wir haben Lilly gefragt, was ein potenzieller neuer Partner alles mitbringen müsste. Ein großes Herz, gleichwertiges Denken, das Verständnis, dass man füreinander da ist.